So, willkommen zurück bei Witcher 3 Wild Hunt. Endlich konnte ich mal einen kleinen Cut machen. Die letzte Videosequenz war doch länger, als ich dachte. Oder sehr viel länger. Wir sind endlich, nach einer kleinen Kneipenstehreise, sind wir endlich in Ysima angekommen. Haben vorher noch Yennefer getroffen. Und wir wurden von der wilden Jagd gejagt, der wir zum Glück entkommen konnten. Also in der letzten, gegen Ende der letzten Folge ist ordentlich was passiert. Jetzt ist nur die Frage, warum waren die hinter uns her? Der Kaiser empfängt uns. Angeblich hat er irgendein Angebot von uns. Mal gucken, ob wir das ablehnen können oder vielleicht auch nicht. Vielleicht wollen wir das auch gar nicht. Ich bin mal sehr gespannt, was passiert. Zuletzt hat uns noch einer angesprochen. Ich weiß leider nicht mehr genau, wer das war. Wir schauen gleich mal. Aber auf jeden Fall sind seine Männer in der letzten Schlacht gestorben. Deine Männer sind in der Schlacht gestorben. Das passiert mit Soldaten. Ich sehe, dass ihr Schicksal dich nicht übermäßig berührt. Stimmt. Aber ich nehme an, das Schicksal der Leute, deren Land sie eingenommen haben, hat sie auch nicht übermäßig berührt. Nordlinge. Man kann sie baden, rasieren und einkleiden. Aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Boah, die Leute hier gehen auch gegen den Strich. Damit ich den restlichen Rasierschaum mir da mal abwischen kann. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Was? Wo sind meine Kleider? Was hat er an meinen Kleidern auszusetzen? Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Naja, wenigstens kriegen wir sie wieder. Die sehen doch fast alle gleich aus. Naja, fast. Ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, da nehme ich einfach das mittlere. Das hat die wenigsten Schnörkel. Na gut, dann kleiden wir uns mal. Das ist schon ein bisschen grausam. Das ist die Kombination mit der Kirche. Das sieht ja lustig geil aus. Etwas eng in der Taille, aber es wird gehen. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Nee, Junge, aber was Besseres kriege ich ja wahrscheinlich nicht. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Boah, Junge, für was hält er uns? Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Na, verdammt, ich habe ihm nicht zugehört. Rechtes Bein davor, linkes auch. Oh, da hätte man, ich hätte zwischendurch mal speichern sollen.
Da war was mit rechter Hand auf die Brust. Nee, verdammt. Nee, linke Hand hat er ausgeschickt, das heißt rechte Hand auf die Brust. Das sieht so scheiße aus. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Kann ich? Nein, schade. Kannst du hier nicht tun. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Ja. Richtig. Alles gut. Ich schau mich an. Jammer, dass ich keine Zeit habe. Keine Zeit wofür? Was? Es gibt ein Buch Opposition in Nilfgaard? Ich hätte eher gedacht, sowas existiert hier nicht. So, mal eben speichern. Wahrscheinlich sind die Buch mal eine einzige Seite. Avian Kerser Estate Finn Adan in Karn Ep Morvut. Ingrimi eb art Kerser, Deitven Adan in Karn eb Morvut, em hier war Emreis. Verneigen. Komm, wir sind mal. Er will uns doch, wollte uns doch mal umbringen. Eure kaiserliche Majestät. Area eb to Orde. Evelien, namin wat gern wavort. So viele Monate an Volltestshof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Zwei vor der Absicht, Kugel. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Wie, sie ist zurück? Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann, sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun, nach der Audienz. Dann weiß Yennefer, dass sie zurück ist. Aber wo ist sie überhaupt hin? Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Die sieht echt angepisst aus auf dem Bild. Ich weiß gar nicht, ob die hierhin überhaupt zurück will, so wie die da guckt. Aber Infos wären auch nicht schlecht. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin.
ich mal gespannt, was hier nicht von mir zu erzählen. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Es ist Nachmittag. Beruhige dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herevar der Zweite, Prinz von Elanda. Man lässt mich hier nicht nur wie einen Bittsteller warten, sondern auch noch in der Gesellschaft eines Filzers. Ich bin Gerber, Meister der Gerbergilde. Als ob das einen verflixten Unterschied macht. Ich verlange... Beruhige dich. Der Kaiser verlangt Ruhe. Wer stört, den erwarten... Miss Janes war in Novigrad? Ratsliden in Enekt. Es tun SSAO an Nen Faer. Es hen, es gwin. Es sieht, auf sie de Eb, Jansa Nen Matin. Evilien, Katat, ne Gledibe. Es war was. Es war... Es hört sich so ein bisschen, hört sich so ein bisschen an wie Lateinisch, was die sprechen. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ist die Feder noch angespitzt? Ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Geralt, diese Tunika, du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Niedlich. Ah, unsere Agenten. Das sind also schon unsere Agenten. Donnerwetter, du hast dich rasch arrangiert. Geralt, verdreh mir nicht die Worte im Mund. Ich weiß, wer Emir ist. Er hat diesen Krieg und das Blutvergießen begonnen. Er hat meine Freunde umbringen lassen. Aber ich habe keine andere Wahl, also bitte. Streiten wir nicht über das Für und Wider, sondern finden wir Ciri. In Ordnung? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspiti, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Was wollen die denn eigentlich von Ciri? Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ja, das ist doof. Warte mal bei der Post. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen. Um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Aber was für eine Gabe hat sie denn? Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten. Velen und Novigrad.
Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Warum hat's... Interessant. Da ist auf jeden Fall eine ganze Menge passiert. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Yen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Na dann. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht. Aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, dort drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ja. Ich werde auf dich warten. Ja? Okay, mehr für mich. Rollen wir das jetzt hier alles auf. Das ist alles blöd. Was Schwert gegen einen Hexer? Das kannst du. Das kannst du aber kämpfen, Junge. Da gibt es hier auch sinnvolle Sachen. So wie zum Beispiel diese schöne Truhe dort. Gerade so anlapp. War kalt, Junge. Kaboom, kaboom! Fällt mir dazu ein. Na gut, dann reden wir doch mal mit dem Botschafter. Ein Vedimi. Botschafter Va'atre? Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen. Nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Okay, wie läuft denn der Krieg? Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Edirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kettwin und Radovitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte.
Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovid sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radovid schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Kettwin an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Kettwiner. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovid an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Das war clever. Das war eine clevere Taktik, ganz ehrlich. Höre ich da einen Anflug von Bewunderung? Radovid ist unser Feind, aber ich kann nicht abstreiten, dass er gerissen ist. Er hat uns gelingt und nicht zu knapp. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste, unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrwa Emrys ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen, von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Okay. Ist denn die Lage in Velen? Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Ja, clever. Mhm. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Okay, den treffen wir auch irgendwann noch. Und mit dem Namen bin ich schon mehr als erfreut, den zu treffen. Wahrscheinlich will ich den dann auch wieder wegklatschen. Was gibt's denn Neues in Novigrad? Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Wysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Schön. Ich freue mich schon, wenn wir wahrscheinlich dahin kommen. Wenn wir dahin kommen. Wahrscheinlich sind wir da der nächste Südbock. Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander, plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend,
aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Das hört sich so ein bisschen an, als ob er das im Laufe des Spiels noch schafft. Ja, also scheinbar ist das überall, egal wo wir hinkommen, nicht besonders schön. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Oh! Ach, ich wollte sagen, dass ich mal aufmachen kann. Nein, die Bücher liegen immer noch irgendwo. So, jetzt will ich aber meine Sachen wieder haben. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. So, jetzt wollen wir uns mal hier wieder richtig anziehen. So, hier bleib ich zweimal. Na, ja, bleib ich bei denen, das gefällt mir besser. Elegante Sache. Ach, da war die Rune drin, ne? Na, ja, dann bleib ich doch bei denen. Ist die Rune drin. Sie hat den gleichen Wert haben, ist es ja. Oh, ne, Sekunde, das ist jetzt mehr. Na, aber die sind ja viel besser. Ja, vergleich die mal durch den Rüstungswert. Toll. Eine Kettenrüstung, die nach Nelken und Zitronen riecht. Geil. Oh. Wir haben den. Nee, aufgewöhnt habe ich jetzt keine Lust. Bis dann. Aufgewöhnt habe ich jetzt gerade keine Lust. Also ab. Nach Belen. Ist etwas größer? Ja, gut, dann ab nach Wehe. Oh, Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ich glaube, in WLAN werden wir einige Zeit verbringen, so groß wie das aussah. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ob wir sie auch wirklich in WLAN finden. Oder vielleicht eine Spur werden wir auf jeden Fall finden. Oh, shit. WLAN, nördliches Temerium. 5 Tage später. Okay, 5 Tage haben wir also für die Reise gebraucht. Naja. Schick.
sollte mal einer aufräumen. Lauf, Blitze! Aber ich würde sagen, hier mache ich erstmal... Okay, doch nicht Schluss. Ich bin jetzt gerade schlecht mehr mit dem Hunde direkt nebenbei. Gibt es da noch was viele? Level 1? Okay. Die Begrüßung in WLAN. Ich freue mich. Tja. Na gut. Wenn es euch gefallen hat bis jetzt, lasst einen Daumen hoch da. Ich glaube, die lassen hier wieder einen da. Vielleicht sogar ein Comment oder ein Abo. Ich würde mich darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Witcher 3 Wild Hunt. Bis dann. Tschüss.